Fünf Tiere, die so wirklich existieren. Nummer 1, der Gorilla Copito de Nieve, zu Deutsch Schneeflöckchen. 1966 haben einige Großgrundbesitzer in Äquatorialguinea eine Gruppe von Gorillas, welche sich vorher Nahrung von den Plantagen holten, getötet. Bei den Leichen der Gorillas fanden sie einen jungen weißen Gorilla, der sich noch an seine tote Mutter geklammert hat. Einer der Jäger nahm den Gorilla mit und verkaufte ihn 4 Tage später an den Verhaltensforscher Jordi Sabata Pal. Der Albino traf am 1. November 1966 im Zoo von Barcelona ein. Er verbrachte dort die nächsten 37 Jahre seines Lebens und zeugte währenddessen 22 Kinder mit 3 verschiedenen Weibchen. 6 der Kinder erreichten das Erwachsenenalter, aber keines von ihnen war ein Albino. 2001 wurde bei dem Gorilla leider Hautkrebs diagnostiziert. Um ihm weiteres Leiden zu ersparen, hat man ihn am 24. November 2003 schließlich eingeschläfert. Nummer 2, die zweiköpfige Katze Frank and Louie. Diese Katze wurde im September 1999 mit einer seltenen Störung geboren. Die Prosopus. Katzen mit dieser Störung nennt man übrigens Januskatzen, nach dem römischen Gott Janus. Der Spitzname dieser zweiköpfigen Katze lautet Franken-Louis. Ursprünglich dachte man, die Katze hätte wie die meisten Januskatzen eine geringe Lebenserwartung und würde in wenigen Tagen sterben. Doch sie schaffte es nach 3-monatiger Aufzucht mit der Flasche selbst zu essen und ist normal gewachsen. Frank and Louie hatte ein Gehirn, aber 2 Gesichter, Münder und Nasen sowie 3 blaue Augen. Nur einer der beiden Münder konnte benutzt werden, der zweite war ohne Unterkiefer. Das mittlere Auge war nicht funktionsfähig und konnte nicht blinzeln, deshalb sah es immer so aus, als würde er jemanden beobachten. Frank and Louie wurde 2012 vom Guinness Buch der Rekorde zur am längsten lebenden Januskatze ernannt. Er starb schließlich am 4. Dezember 2014 mit mehr als 15 Jahren. Nummer 3, der Liger Herkules. Liger sind Hybride, die aus der Kreuzung eines männlichen Löwen mit einem weiblichen Tiger entstehen. Sie kommen nicht in freier Wildbahn vor, sondern werden in Gefangenschaft gezüchtet. Vom Aussehen und Verhalten her weisen sie sowohl Löwen- als auch Tigermerkmale auf. Der größte Liger der Welt ist Herkules. Er wiegt fast 430 Kilogramm und ist somit auch die schwerste Großkatze. Er wiegt somit mehr als sein Vater und seine Mutter zusammen. Auf seinen 4 Pfoten ist er vom Boden bis zu den Ohren fast 1,80 Meter groß und außerdem 3,3 Meter lang. Herkules hat auch noch 3 Brüder, die aber alle etwas kleiner sind als er. Die Kreuzung von Löwen und Tigern ist nicht ganz risikofrei, da sowohl der Nachwuchs als auch das Muttertier Schaden nehmen können. In Zoos oder Zirkussen werden sie aber manchmal trotzdem gezüchtet, da sie viele Besucher anlocken. Das Krokodil Pocho. Pocho ist ein Spitzkrokodil und wurde zwischen 1950 und 1960 in Costa Rica geboren. Vor etwa 27 Jahren fand ein Fischer namens Gilberto Chito Schäden am Ufer eines Flusses ein angeschossenes Krokodil. Das Krokodil wog nur noch 70 Kilogramm und war dem Tode nah. Gilberto sah, dass ein Schuss das Krokodil am Kopf getroffen hatte, mitten durch sein linkes Auge. Der Schütze war ein Farmer mit einer Herde Kühe, auf die das Krokodil wohl Jagd machen wollte. Jedenfalls wollte Chito das Krokodil nicht qualvoll sterben lassen. Er schleppte es in sein Boot, gab ihm den Namen Pocho und brachte es nach Hause. 6 Monate lang hat er das Krokodil durchgefüttert und medizinisch versorgt. Er hat das Krokodil gestreichelt und umarmt, als wäre es sein Haustier. Er sagte, dass Pocho nicht nur Futter brauchte, um wieder zu Kräften zu kommen, sondern auch seine Zuneigung, damit er wieder den Willen zu leben zurückerlangt. In dieser Zeit hat er das Krokodil versteckt, bis er von der Regierung Costa Ricas die erforderlichen Genehmigungen erhalten hat und das Krokodil legal aufziehen durfte. Nachdem Pocho wieder gesund war, wollte Chito ihn wieder zurück zum Fluss bringen, damit er dort sein normales Leben aufnehmen kann. Am nächsten Morgen fand der Fischer das Krokodil aber auf seiner Veranda. Es war ihm nach Hause gefolgt und hat dort dann auch geschlafen. Seitdem leben die beiden zusammen. Die Frau des Fischers hat ihn sogar verlassen, weil er zu viel Zeit mit dem Krokodil verbracht hat. Gilberto meinte aber, dass er eine neue Frau finden wird, aber so ein Krokodil wie Pocho gibt's nur einmal. Das Duo ist auch für mehr als 10 Jahre jeden Sonntag aufgetreten und hat mit dieser ungewöhnlichen Freundschaft Touristen begeistert. Es wurde spekuliert, dass der Schuss einen Teil des Gehirns beschädigt hat und Pocho deshalb so zahm zu dem Fischer war. Im Oktober 2011 starb Pocho einen natürlichen Tod im Wasser vor Schädens zu Hause. Zu seinen Ehren wurde ein großes Fest abgehalten, bei dem Chito sogar für sein Krokodil gesungen hat. Mittlerweile liegt der ausgestopfte Pocho im Städtischen Museum und ist zu einem wichtigen Stück Kultur in Costa Rica geworden. Der Pitbull Hulk. Dieser Hund bringt ca. 80 Kilo auf die Waage und erreicht auf seinen Hinterbeinen eine Höhe von 1,80 Meter. Ein gewöhnlicher amerikanischer Pitbull erreicht dagegen nur 16 bis 30 Kilogramm. Letztes Jahr hat der Riese Hulk Nachwuchs bekommen. Seine 8 Welpen sollen insgesamt etwa 500.000 Euro wert sein. Sie erhalten eine Spezialausbildung zu Wachhunden.
Trotz seines Namens ist Hulk eigentlich ein sehr sanftmütiger Hund und lässt sogar die Kinder des Züchters auf ihm reiten. Wie Hulk aber überhaupt so groß werden konnte, ist umstritten. Sein Besitzer behauptet, dass er seine Hunde nicht gezielt auf Größe züchtet. Doch Tierschützer sind da anderer Meinung. Schließlich ist Hulk dreimal so groß wie ein gewöhnlicher Pitbull. Seine Ernährung enthält auch mehr Eiweiß, als ein Hund benötigt, und das kann zu Hautproblemen führen. Extrem große Hunde haben allgemein eine sehr geringe Lebenserwartung und oftmals viele gesundheitliche Probleme. In den Videos macht Hulk trotz seines enormen Gewichts aber einen recht fitten Eindruck. Hier mal ein kleiner Ausschnitt. Ich hoffe, ihr habt wieder was gelernt. Bis zum nächsten Video.